Hallo zusammen, hallo Freunde. Ich mache jetzt nochmal ein Swipe, wie angekündigt, und zwar mit Cell Creator und Bubble Boost zusammengemischt. Ich hoffe, euch wird es nicht langweilig, weil ich denke mal, da kommen andere Effekte raus. Ja, dann probieren wir es einfach mal. Nächstes Experiment, bis gleich. Okay, Freunde, ich habe hier im Prinzip das Gold wieder, Donkergold, Kirschrot und ein Graphit. Sind jetzt im Prinzip die gleichen Farben, aber ich möchte ja diesen Unterschied sehen, oder wir wollen sehen. So, hoffe ich doch, dass ihr es auch sehen wollt. Jetzt nehme ich wieder diesen Cell Creator. Mal jetzt hier mal 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Tropfen rein. Ich werde nicht alles reinrühren, nur damit ich es besser mischen kann. Und diesen Bubble Booster, diesen Zusatz, also genauso viel. Das heißt praktisch 1 zu 1 mischen. Und jetzt nehme ich einfach ein Stäbchen. Ihr seht, es ist nicht viel. Aber wir mischen das jetzt schön zusammen. So. Ich habe jetzt hier auch ein bisschen mehr Farbe rein. Schau, dass ich da 1, 2, 3, ich mache genauso 3 Tropfen rein. So, okay, es waren 4. Naja, nicht ganz so dosierbar. Und ihr merkt wieder gleich, es wird ein bisschen dicker dadurch. So. Aber läuft alles noch gut. Das Gold mal zur Seite. Ich mache jetzt noch mal kurz die Luftbläschen ein bisschen raus. Okay. Wie gesagt, ich habe mir vorgenommen, etwas mehr Farbe diesmal zu nehmen. Dann streicht sich es auch besser drüber. Dann haben wir natürlich auch mehr Zellen. Und vor allem dieses Mal nehme ich eine Küchenrolle. Wie gesagt, gerne mischen, dass ihr Rot und Schwarz zusammen ein bisschen habt. Geht natürlich auch nebendran, aber ich sag nur. So, jetzt haben wir richtig viel. Da bin ich mal gespannt. Okay. Was ich jetzt machen werde, weil dieser Rahmen ist an den Kanten nicht ganz so optimal. Aber das haben wir bei manchen Rahmen immer, dass ich zumindest die Kanten etwas vorstreiche. Ja, das ist kein teurer Rahmen. Übrigens beim letzten Bild auch 60 auf 30, habe ich glaube ganz vergessen zu sagen. Dass ihr die Größe auch wisst. Der hat halt eine harte Kante, sage ich jetzt mal übertrieben gesagt. Also wie, ihr kennt ja diese weiche Kanten von den Rahmen. Und der ist ein bisschen härter, also eckiger. Dadurch das etwas vorstreichen und eigentlich auch ein bisschen einziehen lassen, aber ihr kennt mich ja, ich bin da nicht so der geduldige Mensch. Okay. Gut, dann wieder dick drauf. Kanten.
dass die halt auch zu sind. Ups. So, ich mache jetzt dick drauf, dass mir die Farbe nicht ausgeht. Ganz normale Küchenrolle. Bin aber überlegen, ob ich sie doppelt nehme. Das werde ich auch machen. Ne, komm, ich mache es einfach ganz normal. Ich denke mal, ich muss eh zweimal drüber, weil die ein bisschen kleiner ist. Schön befeuchten wieder. So, und jetzt haben wir nämlich den Punkt, wie gesagt, die ist etwas kleiner. Ich fahre jetzt einfach mal diese Seite erst. Geht ein bisschen runter, dann nimmt er auch mehr Farbe mit. So. Die nehme ich jetzt leider nicht mehr, weil die mir sonst mit anderer Farbe. Geschmiert ist und fahre jetzt einfach hier nochmal. Drüber. Seht ihr, trotzdem reicht es nicht ganz. Nehme ich einfach einen Trick. Am Rand ein bisschen Farbe. Okay. Und kippe mir hier nochmal ein bisschen den Rest Farbe drauf. Und ich werde es jetzt wieder ein Stück laufen lassen, mir gefällt das einfach. Und vor allem halt auch, dass ich die Ränder zu bekomme. Den Kopfhörer mal weg. Ihr seht, jetzt läuft es auch besser, wenn mehr Farbe da ist. Schauen wir mal, dass wir die Ecke zubekommen, dann können wir nicht das Rot bis rauslaufen lassen. Ja, ich glaube, ich habe es auch ein bisschen dünner gemacht dieses Mal. Muss ich euch offen und ehrlich gestehen. So. Jetzt lassen wir das wieder etwas zurücklaufen. Und durch das Laufen lassen bekommt er auch schöne Bogen rein, also Rundungen. Finde ich immer klasse. So, und dieses Mal lasse ich es etwas weiterlaufen. Da unten ist jetzt nichts, aber das lasse ich jetzt mal mit Absicht frei. Gibt dir vielleicht auch einen schönen Effekt. Jetzt schauen wir mal, dass wir alles zu haben wieder. Ja, da noch nicht ganz. Wie gesagt, das kaschiere ich nachher noch. So, da haben wir noch Gold. Aber ihr seht vielleicht, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, an die Kanten ist es jetzt etwas besser. So, ich sehe die andere Seite nicht. Ja gut, hier nicht. Wir haben, glaube ich, zu wenig Farbe. Ah, jetzt schmiere ich da Rot rein, das ist nicht gut. Ups. Und da hinten noch, ne? Das mache ich aber, jetzt machen wir es ganz einfach. Ne, das läuft mir sonst zu arg weg. Aber seht ihr schon diese Netzzellen? Das ist fast, eigentlich fast schon zu lassen, ohne, oh du Scheiße. Okay, hier haben wir doch, muss ich doch mal ein bisschen laufen lassen, sehe ich gerade. Das müsst ihr mir sagen, Leute. Ja, wenn ich jetzt live wäre, gell?
denke mal, solange ich noch nicht erhitze oder erhitzt habe, ist das nicht so schlimm. Oh, meine ganzen schönen Zellen. Aber ich sehe, dass am Rand habe ich auch etwas wenig Farbe. Ja, so ist gut. Jetzt kommt, jetzt lassen wir es wieder hochlaufen. Immer ein bisschen spielen, Leute. So kommt es doch cool. Schau jetzt mal hier. Machen wir diese Kante zu. Aber ansonsten ganz gut. Okay, jetzt kommt der spannende Moment wieder. Mal schauen, was jetzt passiert. Wobei das schon richtig cool aussieht. Doch, es kommt. Nur Geduld haben. Jetzt haben wir natürlich eine ganz andere Struktur. Und ihr seht aber diese kleinen Zellen. Das macht halt dieser Bubble Booster. Und er trennt ein bisschen, also er macht klare Linien. Ja, cool. Also wem sowas gefällt mit kleinen Zellen, dann ist jetzt vielleicht hier, ich hole euch mal ein bisschen ran. Würde ich mal hier erhitzen. Ja. Ich ziehe das jetzt mal bewusst etwas auseinander. Okay, aber das lassen wir so. Gut, Leute, ich tupfe hier ein bisschen ein paar Stellen wieder aus. Und wird es auch wieder so 10-15 Minuten mal stehen lassen, dass ihr einfach dann auch den Unterschied seht, wie es noch gearbeitet hat. Ah, dann bis gleich. So, Freunde, jetzt seht ihr mal den Unterschied. Seht auch, wie es hier... Gut, ich habe ein bisschen mehr rein. Aber seht ihr diese... grauen Schatten, dieser Halbkreis, das ist nicht nur bei einzelnen passiert, aber ihr seht einfach, es gibt viel kleinere Zellen. Wem das natürlich mehr gefällt und vor allem, wenn man danach nochmal erhitzt, kann ich euch auch mal kurz zeigen, komm, mache ich hier bei dem großen hier, bei dem hier, seht ihr das? Kommt denn hier, der gefällt mir auch nicht so. Seht ihr das? Das ist der Unterschied zwischen Cell Creator. Wenn ihr einen Bubble Booster reinmacht, bringt ihr hier noch kleinere Zellen raus. Ja, da könnt ihr richtig spielen damit dann. Okay, jetzt zeige ich mal das Bild.
Da kommen auch schöne Muster raus. Ich habe natürlich, wie gesagt, jetzt etwas mehr Farbe genommen. Seht ihr hier? Da kann man wirklich spielen. Na, das passiert dann, wenn man es noch mal mehr erhitzt. Okay, cool. Ich hoffe, euch hat es gefallen, vor allem auch was gebracht. Wer kleine Zellen mag oder Zellen in Zellen, das ist natürlich auch cool. Da kann man dann schon spielen, außer es ist zu spät. Ich muss so machen, ich glaube, sonst blendet es so arg. Okay, war es das schon wieder von mir? Ich hoffe, euch hat es, wie gesagt, was gebracht. Und vor allem habt ihr auch den Unterschied mal gesehen. Also gut, dann war es das von mir. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Bin gespannt auf eure Kommentare. Dann macht's gut, bleibt gesund. Tschüss.